Jolanthe und Nussknacker in der Volksoper ist ein sehr spannendes und vielversprechendes Projekt. Einerseits die Regie von Lotte de Beer und die Verbrüderung, das Ineinanderfließen von Choreografie und Regie als gleichwertig, die André Kajdanowski macht. Dieses Thema Jolanthe und Nussknacker, das aber eben dann, denke ich, ohne dass ich jetzt das genau weiß, ganz anders daherkommen wird als jetzt als Dornröschen, das ich verfolge. Und trotzdem ist es natürlich schön, dass zwei dieser, nicht nur Musiken, sondern zwei dieser Tschaikowski-Ballette auf dem Spielplan stehen. Einerseits ein Dornröschen, andererseits dieses Regie-Choreografie-Projekt, das spartenübergreifend arbeitet, also einen ganz anderen Ansatz aufgreift. Da freue ich mich darüber. Auch weil die Tänzerinnen und Tänzer der Volksoper wirklich in dieser Produktion alleine brillieren dürfen, ja, und nicht in der Verschmelzung der beiden Ensembles, die ja eins sind auf dem Blatt zumindest.